Der Balkan. Vielleicht die aufregendste Wildnis in ganz Europa. Hier gibt es noch Orte, an denen man sich wirklich auf sich allein gestellt fühlt. Und hier wartet das absolute Paradies für jeden Offroad-begeisterten Reise-Enduro-Fahrer. Im September 2021 machen wir uns auf den Weg. Auf unserer Reise durch Kroatien, Bosnien, Montenegro, Albanien und Griechenland werden wir an unsere Grenzen stoßen. Wunderschöne Wildnislandschaften. Sehr herausfordernde Tracks. Fahrten bei Nacht, gutes und schlechtes Wetter. Es wird alles dabei sein. Am Ende führt die Reise über Italien wieder nach Hause. Was bleibt, sind die Erinnerungen an eine unvergessliche Reise. Was bleibt, ist dieser Film. Die Abfahrt geschieht gewohnt spät in Aachen. In anderthalb Tagen fahren wir auf direktestem und dank österreichischer Autobahnmauten teuerstem Weg nach Slowenien, wo wir spät nachts ankommen. Nach dem Abendessen auf dem Supermarktparkplatz suchen wir ein Camp für die Nacht. Ist es, wenn immer wieder in den Häusern vorbeifährst, hast du übelst dieses Gefühl, dass du gleich erschossen wirst. Ja, beziehungsweise du andere Leute wissen, dass du da bist. Das ist ja das Problem. Das ist mir hier irgendwie ein bisschen zu nah an diesem Haus. Ja, sorry. Mangels Wildcamping-Erfahrung tun wir uns noch schwer, einen geeigneten Ort zu finden. Naja, da drüben bei der Schranke rein vielleicht. Ja, das ist... halt nicht wirklich durch. Ne? Wir sind zu vorsichtig. Ein anderer hätte schon längst irgendwo sein Zelt einfach aufgeschlagen. Ist das eine gute Idee? Wow. Hier. Fertig. This is where you're passionate of seasons and the strength. And this is where you... Auch Slowenien hacken wir recht schnell ab. Hier gibt es zwar wirklich schöne Landschaften und Straßen, aber für diese Reise zählt es nicht zu unseren Hauptzielen. Spätabends erreichen wir dann die Gegend der legendären Zeljeva Air Base in Kroatien. Die werden schon eine Warntafel haben für die Minen, oder? Ja, garantiert. Und als wir so in der kroatischen Nacht herumfahren und uns ein bisschen beim Flugzeug an der Zeljeva Air Base aufhalten, fährt ein Polizeiauto an uns vorbei. Da die Airbase öffentlich zugänglich ist, denken wir uns erstmal nichts weiter dabei. Wir beschäftigen uns weiter mit der Fotografie und versuchen unauffällig zu sein, weil wir eigentlich vorhaben, hier irgendwo in der Nähe unsere Zelte aufzuschlagen. Doch wenig später hören wir Schüsse und ungefähr eine halbe Stunde später kommt das Polizeiauto zurück. Das Polizeiauto hält an, die Polizisten steigen aus und wir denken uns, ah ja, jetzt schicken die uns gleich weg. Aber es kommt ganz anders. Die Polizisten erklären uns, dass es hier in der Gegend, aufgrund der Grenznähe zu Bosnien, sehr viele gefährliche Immigranten gäbe. Das ist ein Zitat. Und dass wir deswegen bitte weggehen sollten. Als wir sie auf die Schüsse ansprechen, sagt der Polizist nur, oh ja, ich hoffe mal, das war einer von unseren Jungs. Have you ever had a fever from a bittersweet refrain? Have you ever kissed the sunshine, walked between the rain? Well, just climb up on my music
and my songs will set you free. Well, just climb up on my music and from there jump off with me. Well, there was a girl named Christmas. Geil. Sag mal so, ich glaube Versicherungsschutz hast du hier drin nicht. Wenn ich da so diese Betonbrückchen sehe, die dich mal eben erschlagen könnten, wenn sie runterfallen. Meinst du, die Unfallversicherung zahlt nichts? Ey, ist nicht, steht nicht im Vertrag, denn du darfst nicht in diese Schirrlehrer Airbags. Wurde nirgendwo erwähnt. Überall wirst du informiert, aber die wichtigen Sachen nicht. Ja, das. Bei Check24 kannst du das nicht anklicken. Haben wir es noch? 60. Müssten wir ja schaffen. Im Vorfeld der Reise hatte sich Johannes mal beim ADAC bezüglich Bosnien erkundigt. Die nette Dame am Schalter hatte ihm damals eigentlich nur einen wichtigen Tipp mit auf den Weg gegeben. Fahren Sie nicht in der Nacht durch Bosnien. Das Erste, was sie gesagt hat, fahren Sie nicht bei Nacht. Was machen wir gerade? Wir sind hier angekommen, wir fahren bei Nacht. Regel Nummer 1. Was war es nochmal? Kurz. Nach Sonnenuntergang reisen wir nach Bosnien ein. Confirmed Idiots. So. Die Kamera läuft aber, also wenn wir sterben, verbreite unsere Story in der Nachwelt bitte. Auch immer das finden. Es beginnt eigentlich sofort zu regnen. Unser Plan ist, eine Hütte, die auf dem Ted eingezeichnet ist, anzufahren. Doch was wir nicht wissen, ist, wie der Track dorthin genau aussieht. Zunächst verliert die Straße allmählich an Belag und schließlich biegt der Track auf eine Schotterstraße mitten in den Wald ab. Wir fahren nachts irgendwo in Bosnien mitten durch den Wald, ohne unser Ziel wirklich genau zu kennen. Nach einer abenteuerlichen Fahrt den Berg hoch, nachts im Regen, sind wir jetzt hier bei einer Schutzhütte angelangt. Doch die Hütte wirkt etwas vernachlässigt. Go on an adventure, they said. It'll be fun, they said. It's a story, isn't it? Bin ja mal gespannt, morgen, wenn wir sehen, wo wir hier eigentlich hochgefahren sind. Ja, Strom gibt's hier nicht.
Da sind abgeknipste Kabel. Offenliegende Kabel. Die Schalter machen nichts mehr. Es bleibt creepy. Mangels Alternativen lassen wir uns trotzdem hier nieder. Als es kurz nach dem Abendessen anfängt, stark zu gewittern, sind wir froh, ein festes Dach über dem Kopf zu haben. Ganz egal, wie es darunter aussieht. Dafür hat es sich doch gelohnt, oder? Hier hoch zu rasen. Im strömenden Regen. Im Schotter. Mitten im Nirgendwo. Man wird entsprechend belohnt. Für seine Dummheit. Torheit, nennen wir es mal. Took a trip today, 1,000 miles away, and traveled further down a path that I had made. So I just followed it to where it all began, until it all went quiet. That noise that's in your head. Ah, die erste, das erste Mal ist verbracht. Ja, hier falsch abgebogen, ne? Und dann hier hochfahren wollen und hat sich prompt verkackt. Die erste Sektion des bosnischen Tets, die wir bei Tageslicht zu Gesicht bekommen, gefällt uns gut. Sie führt für Kilometer über Kilometer durch den bosnischen Wald mitten im Nirgendwo, wo wir außer ein paar Forstarbeitern und erstaunlich großen LKWs absolut niemanden begegnen. Wenn sich der Wald einmal lichtet, sind die Aussichten atemberaubend. Das ist eine Aussicht, Alter. Keine Menschensiedlung weit und breit zu erkennen. Es ist wunderschön einsam hier. Mitten im Nirgendwo, ey. Ein ganzer Haufen nichts. Krass. Wir müssen langsamer fahren, hier könnten Leute sein. Das ist eine komplett andere Welt, das ist echt faszinierend. Das ist echt faszinierend. Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, diesen Anblick.
ist so mystisch hier. Diese Nebelfelder, in die man immer wieder reinfährt. Das ist echt klasse. Oh, ist das Schafherde, der große. Es gibt nasse Füße. Ein bisschen langsamer, damit die Reifen nicht den schnellen Tod sterben. Nach den weit ausgedehnten Ebenen führt der Ted schließlich wieder durch ein Waldstück. Es wird langsam etwas nebliger und etwas feucht. Die Gangart ist inzwischen etwas rauer geworden. Aber der Kollege da vorne gibt ordentlich Gas. Ja, hier geht's jetzt wieder. Gerade eben war echt kurz ein bisschen mehr Technik gefragt. Ja, war eigentlich ganz witzig. Ich hatte aber nicht wirklich Gelegenheit, die Kamera einzuschalten. Ja, das sieht auch gut aus hier. Cool. Also wenn ich mir so diese Routen anschaue und wie abgelegen das alles ist, oder zumindest wie abgelegen es sich anfühlt, dann bin ich auf jeden Fall froh, mir noch ein Satellitenkommunikationsgerät gemietet zu haben. Hey! Regel Nummer 1. Nicht dem Vorausfahrenden blind hinterherfahren. Es wird feuchter. Was ein Ritt, Alter. Da darfst du echt nicht anhalten. Nachdem wir uns durch die Schlammlöcher gekämpft haben, wird es langsam Zeit, über einen Schlafplatz für die Nacht nachzudenken. Eigentlich haben wir vor, irgendwo in dieser Einsamkeit wild zu campen. Doch bald schon fällt uns auf dem Track etwas auf, was für uns sehr stark nach Bärenkot aussieht. Die Flucht vor den Bären. Auch wenn es vielleicht nicht so wahrscheinlich ist, dass hier Bären sind, haben wir trotzdem Respekt vor der Situation und entscheiden uns, wieder einen festen Unterschlupf zu nutzen, falls wir einen finden. Vor allem aber entscheiden wir uns, so schnell wie möglich aus diesem Wald zu verschwinden. Ein verlassener Stall, den wir kurzerhand einfach aufräumen, bietet uns das ersehnte feste Dach über dem Kopf.
sag nicht, dass wir immer richtig sind, aber mit uns kannst du nicht diskutieren im Bauhaus. Das kannst du echt wieder rausschauen. Kleiner Tipp von mir. Transportiert Salz am besten nur in fest verschraubbaren Behältnissen. Mit Hunden hat jetzt nicht gerechnet. Das kam unerwartet. So stelle ich mir Straßenhunde eher vor. Ist der auch hinterher gerannt? Ja, beide. Der eine war fast in meinem Bein, Alter. Ja, bei mir auch. Das kam jetzt aus dem Licht. Es ist überhaupt nicht unüblich, auf so einer Straße ein VW Golf oder was ähnliches zu sehen. Schließlich sind das in Bosnien ganz normale Verkehrsstraßen, die kleinere Dörfer miteinander verbinden. Um ehrlich zu sein, finde ich es schade, dass wir in Deutschland praktisch jede Straße einfach asphaltieren. Ich meine, ist das wirklich nötig? Auf diesen bosnischen Schotterstraßen, die manchmal auch ganz schön ruppige Zwischenstücke haben, zeichnet sich jetzt schon langsam ab, was sich sehr bald deutlich bestätigen wird. Man muss sich nur mal den Unterschied der beiden Helmkameras hier anschauen. Dann wird relativ schnell klar, dass die beiden Fahrer hier sehr unterschiedliche Energiemengen verbrauchen. Tempo zu hoch. Also normalerweise bist du immer der mich ankackt, aber ich sag mal so, du fährst viel zu schnell. Das Auto da, wenn dir das in der Kurve entgegenkommt, kam mir in der Kurve entgegen, dann landest du auf dem seiner Motorhaube. Also war ich in Ordnung. Ich fahre auf jeden Fall so, dass ich auf Distanz, auf Sichtdistanz anhalten kann. Ja. Aber muss jeder selbst willst, wissen. Also ich fahre nicht schneller. Du kannst ja gerne so schnell fahren, wie du willst. Nö, ist ja blöd, wenn ich schnell fahre und du langsam. Ja, du kannst, also ist mir egal. Du kannst ruhig in dem Tempo weiterfahren. Spare ich mir Reifenprofil. Ja. Oh, da ist so ein richtig böser Gash in deinem Reifen, hast du das gesehen? Ja. Ach, das ist kein Gash, das ist eine Gießfuge. Ah, okay. Das ist an einer Stolle in der Mitte, ist ein Stück raus, aber das war's. Hoppala. Ja, das war unerwartet. Vorderrad weggegangen. Was für Landschaft. Teilweise hat man wirklich das Gefühl, überhaupt nicht mehr in Europa zu sein. Bosnien erobert so schnell unsere Herzen.
es, wie man am Licht erkennen kann, schon relativ spät ist, entscheiden wir uns, den Stich hoch zum Berg Plotschno noch mitzunehmen. Aber wir unterschätzen einerseits, wie viele Höhenmeter tatsächlich zu bezwingen sind und wie der Track dorthin aussehen wird. Auch auf der Taiga ist es schon eine Herausforderung. Man muss auch mit recht groben Reifen mit Schwung fahren und darf sich keine allzu großen Fehler leisten. Es gibt viele lose Kehren. Aber Johannes auf der GS ist richtig am Arbeiten. Oh, meine Fresse. Das wäre definitiv eine Not for Big Bikes Markierung wert. Das ist gerade mal die Hälfte, Alter. Echt? Ja. Krass. Da kommen jetzt die ganzen Serpentinen. Je weiter wir den Berg erklimmen, desto spektakulärer werden die Aussichten. Die Sonne geht gerade unter, wir fahren in ein Nebelmeer hinein, das Ganze ist geradezu mystisch. Und diese Atmosphäre ist es, die uns vergessen lässt, dass wir diesen Berg auch noch runterfahren müssen. Blick der untergehenden Sonne oben auf dem Gipfel werde ich wohl nie vergessen. Aber erst jetzt wird uns wirklich klar, dass es vielleicht nicht so klug war, spätabends hier hochzufahren. Am Nachmittag haben wir vielleicht etwas voreilig schon ein Hostel in Mostar gebucht. Alles gut? Ergo müssen wir jetzt diesen Berg auch wieder runterfahren. Und die Dunkelheit bricht schneller ein als gedacht. Runter! Meine Fresse! Meine GoPro-Batterien sind von der Bergfahrt schon alle leer. Mit dem Handy in der Lenkerhalterung fange ich einige Fetzen der Abfahrt im Halbdunkel ein. Motherfucker! Ich hab einen Stein vorne in meinem Fender verhakt. Das Schlusswort übergebe ich hiermit an Johannes. Original aufgenommen am Abend der Plotschnurbezwingung. Ich werde hier beauftragt, meine Gefühle zu dem heutigen Tage zu äußern. Das Fahrwerk ist viel zu hart. Das ist die Erkenntnis, die ich aus diesem Trip
bisher geschlossen habe. Das schüttelt einem die Plompen aus den Zähnen. Einfach nur der Wahnsinn. Wir sind heute auf den Plotschnur gefahren. 2228 Meter auf dem Gipfel. Effektiv der Wahnsinn. Eigentlich unglaublich, dass meine 26 Jahre alte GS das da hochgeschafft hat. Ja, also bestimmt 30 Serpentinen, alle auf grobem Schotter. Härtestes Gelände für so eine Karre. Ich meine, das Ding wiegt 250 Kilo. Es ist faktisch unfassbar für mich, wie ich es da überhaupt hochgeschafft habe. Ja, am letzten Strohhalm quasi, am letzten Haar hochgezogen. Ich bin total fertig. Ich hab das absolut genossen. Das Licht da oben war der Hammer. Einfach nur der Wahnsinn. Und auch dieser Blick da die Klippe runter. Echt heftig. Also wunderschöne Gegend. Ja, nur es ist absolut. Das ist absolut der falsche Einsatzzweck, beziehungsweise das falsche Fahrzeug für den richtigen Einsatzzweck. Das hat man so richtig gemerkt. Versucht da einfach irgendwie sich festzuklammern. Das geht einfach so an die Kräfte. Insbesondere dieses Runterfahren. Dieses Runterfahren bei Nacht. Ich habe geflucht. Geflucht und geflucht. Schöne Grüße an Joel. An dieser Stelle. Der da nicht wirklich was für konnte, dass wir da wieder mal in der Nacht runtergefahren sind. Was hat die liebe Dame vom ADAC gesagt? Also, zu Bosnien müssen Sie eigentlich nur eins wissen. Fahren Sie nicht in der Nacht durch Bosnien. Und damit endet dieser Teil, der Balkan Break. Nächstes Mal Montenegro, Albanien. Hier wird's nochmal richtig wild. Und die Landschaften vielleicht sogar noch krasser. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.